Bei den meisten Leuten, wenn sie Unterstützungspanzer fahren, sieht die Rolle des Unterstützers so aus wie in diesem von mir extra für euch mitgebrachten Beispiel. Und ihr seht, ich bin mir nicht zu schade, auch selber als schlechtes Beispiel zu dienen. Also, direkt einfach mal über 1000 HP eingestellt. Wir haben selber 2 Schuss angebracht mit unserer Lorraine und sind jetzt quasi im Reload. Das Gegnerteam pusht schon rum und zack ist die Runde nach nicht mal einer Minute und 30 Sekunden für uns vorbei. Und damit euch das nicht passiert, habe ich für euch heute mal ein Video mitgebracht mit dem schönen Titel "Was macht eigentlich ein Unterstützer?" Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Und ja, wie ihr es im Intro schon gesehen habt, es gibt jede Menge Unterstützungsfahrzeuge und die größte, beziehungsweise die wichtigste Regel ist eigentlich, dass ihr nicht zu überaggressiv fahrt. Im Spiel gibt es mannigfaltig verschiedene Unterstützungspanzer, die meisten TDs zählen dazu, aber vor allem auch Autoloader. Es gibt ein paar Ausnahmen, die schwedische Heavy-Reihe zum Beispiel sind eher Angriffspanzer, die auch einen Autoloader haben. Es gibt da noch ein paar andere Beispiele, aber die meisten Autoloader im Spiel und viele der Mediums im Spiel sind tendenziell eher als Unterstützungspanzer zu betrachten. Soll heißen, ihr seid nicht die, die ganz vorne als allererstes fighten, es sei denn, es bietet sich die Möglichkeit an, schnell mal irgendwo schon mal einen Schuss loszuwerden. Im Stream oder in Videos wird dann auch gerne vom Early Damage oder First Damage gesprochen. Also schnell eine Position beziehen, 1, 2 Schuss gemacht, vielleicht im Autoloader einen Clip, solange das keine Gefahr für euch birgt und dann erstmal wieder zurückziehen. Ganz wichtig ist, bei den Unterstützungspanzern, ob das jetzt ein AMX-50B ist oder wie eben im Intro gesehen, die Lorraine 40 Tonnen, Badshed, TVP, wie sie alle heißen, Leopard 1, Leopard PTA. Also die Liste ist schier endlos und es gibt häufig bei einem Großteil der Spieler, gerade wenn sie dann irgendwann angekommen sind im High-Tier-Bereich, weil sie es kennengelernt haben im Low-Tier-Bereich, dass die Gegner sich noch freiwillig abfarmen lassen oder dass man mit bestimmten Manövern durchkommt, mit denen man sonst eigentlich nicht durchkommen würde. Und da sieht man dann ganz gerne bei nicht so versierten Spielern, dass sie entweder das machen, was wir gerade im Intro gesehen haben, sie fahren irgendwo viel zu aggressiv, zum Beispiel auch dann als Low-Tier in eine Position, wo sie sonst auch immer hinfahren, versuchen ihren Clipperschen abzugeben und dann ist Feierabend. Ich denke, das hat man eben dann ganz gut gesehen. Und andersrum hat man auch sehr, sehr viele Spieler, die die Stärken ihres Panzers nicht nutzen. Die Mobilität, die Kanone. Leopard 1 ist ja auch im Moment, gerade durch den Battle Pass und durch oben an der Spitze, hat man das sehr viel gesehen, dass die Leute dann einfach an der roten Linie geklebt haben, eigentlich den TDs ihre Position streitig gemacht haben und nicht so wirklich in das Gefecht eingegriffen worden ist. Also dieses Thema Timing, wann kann ich wie aggressiv sein, wann muss ich wo unterstützen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel am Anfang nur eine Position am Haus bezogen, konnten schon den ersten Unterstützungsschaden bringen, weil man fairerweise sagen muss, dass unsere Lights sehr gute Arbeit geleistet haben. Aber jetzt muss man sich quasi umorientieren, weil die Gegner hier am Wasser pushen. Es gibt 2 Szenarien in dieser Situation. Wenn wir da vorne nicht den Kranwagen und den M5Y stehen hätten, würden wir jetzt hier direkt ausweichen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass hier entweder Scouts ranfahren oder uns die Heavys pushen, spotten, whatever. Dadurch, dass wir da vorne jetzt aber Kranwagen und M5Y stehen haben, können wir hier stehen bleiben und unterstützen. Eure ordinäre Rolle in so einem Panzer wie dem TVP, zu gucken, wo kann ich helfen. Wenn euer Team gepusht wird, dann müsst ihr quasi da sein und unterstützen. So, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir da den Light rauskriegen. Der hat uns zwar gespottet, aber die gegnerischen Heavys, die sind im Moment mit allen beschäftigt, nur nicht mit uns. Und das heißt, wir konnten auch hier nochmal einen Clip reinbringen. Ich bin wieder im Reload. Die Runde ist
eigentlich gewonnen, möchte man sagen. Unser Team hat durchaus sehr, sehr krass durchgepusht. Das hat man auch nicht immer, aber wenn, dann solltet ihr zumindest noch den Moment nutzen, ja, ich nenne das immer Abschmerzphase, um dann auch da zu sein, wo der Punk abgeht. Wäre das jetzt an einer anderen Stelle der Karte, hätte man sich natürlich verlegen müssen. So hat uns das Gegnerteam den Gefallen getan, dass sie auf uns zugefahren sind. 10 zu 3 steht es, ist jetzt vielleicht noch nicht das Mega-Beispiel. Ja, ich habe gleich noch, wie gesagt, andere für euch dabei. Einfach um mal so ein bisschen das Thema von vielen Seiten zu beleuchten. Und jetzt dürft ihr natürlich auch den Moment nicht verpassen, den auch gerne so viele Leute verpassen. Nämlich am Ende sich noch selber mit ein bisschen Schaden zu belohnen und quasi dann eure Runde abzurunden, indem man nochmal hinfährt, seine HP, wir haben jetzt, die Runde dauert ja auch noch nicht allzu lange, ne? 4,5 Minuten, wir haben unsere HP zusammengehalten und das heißt, wir können jetzt unsere HP wie eine Währung nutzen und sie eintauschen gegen Magazine. Da muss man dann jetzt auch gar nicht mehr vorsichtig sein, da kann man jetzt auch sagen, okay, mein Gott, ich fange mir halt den Clip vom Kanban. Der T110E5 hat uns auch nochmal gegeben. Aber das alles rechnet sich, weil ihr jetzt einfach nochmal einen ganzen Clip for free machen durftet, weil ihr eure HP am Anfang der Runde zusammengehalten habt. Und dann kann man eventuell sogar noch einen Clip machen. Also der T110E3 geiert jetzt hier schon so ein bisschen her. Der Emil ist auch gerade abgelenkt, beziehungsweise der Kranwahn, Entschuldigung. Dann können wir uns da auch nochmal einen Kill holen. Und hier bin ich jetzt leider zweimal in der Seite gebounced, aber trotzdem, wir durften noch einen Kill mitnehmen. Die Runde ist für uns vorbei, wir kriegen hier nichts mehr raus. Ja, und so einfach können dann am Ende des Tages 6000 kombinierter Schaden auf dem Papier stehen, wenn man sich einfach nur zentral genug positioniert. Das werdet ihr immer häufiger von mir hören. Na, eine zentrale Positionierung mit Unterstützungspanzern, wo man in alle Richtungen unterstützen kann. Ein häufiger Irrglaube oder ein, denke ich, großes Missverständnis in der Community ist auch immer die Definition von zweiter oder dritter Reihe. Da gehen viele dann immer davon aus, wenn man sagt, ein Panzer muss aus der zweiten Reihe gespielt werden, bei manchen TDs, sehr Papier-TDs, ne, sogar aus der dritten Reihe, da gehen immer viele davon aus, das hätte irgendwas mit Distanzen zu tun. Aber falsch gedenkt. Andersrum wird eher ein Schuh draus. Die erste Reihe sind halt immer die, na, die dicken Heavies, die vorne aufeinander einkloppen. Das ist die erste Reihe. Ja? Die zweite Reihe kann auch 5 Meter dahinter sein. Zweite Reihe bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass ihr nicht die ersten seid, die sich Schüsse tanken. Ja? Das müssen dann vorne die sogenannten Super Heavies machen. Es gibt Situationen, wo man die leider nicht hat. Da muss man irgendwie improvisieren oder vielleicht wechselt man dann selber in die erste Reihe, weil das Szenario es einfach hergibt oder das Szenario es einfach erfordert. Aber zweite Reihe ist an keine Distanz gebunden. Zweite Reihe bedeutet einfach nur, dass ihr selber nicht diejenigen seid, die ganz, ganz vorne stehen und jetzt wie wild die Schüsse tanken und dann gleichzeitig auch noch irgendwie auf die Fresse kriegen. Sondern zweite Reihe bedeutet im Prinzip, dass ihr direkt dahinter steht in Schussreichweite und dann, wenn sich vorne die dicken Panzer abklatschen oder die Leute die Fehler machen, dass ihr dann da seid, um zu schießen. Dritte Reihe, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Dritte Reihe bedeutet in meiner Definition, und ich denke, da würden mir viele Leute recht geben, dritte Reihe bedeutet eigentlich nur, dass ihr beim Feuern im besten Falle nicht aufgeht. Ja? Das muss auch nicht 500 Meter hinten an der roten Linie sein, sondern dritte Reihe bedeutet eigentlich nur, zum Beispiel, wenn ihr jetzt diesen neuen SHPTK fahrt, dass ihr euch irgendwo eine Position sucht, von der aus ihr von den Spots eurer Mitspieler profitieren könnt und im besten Falle auf die Gegner feuert, während diese abgelenkt sind. Das jetzt hier zum Beispiel ist auch zweite Reihe, ja? Die Heavy Star VZ55 Objekt 430U pushen. Zweite Reihe kann auch mal bedeuten, dass ihr euch selber einen Schuss tankt. Wie jetzt hier zum Beispiel vom Leopard 1. Dafür euch aber in eine Position reinzieht, wo ihr einen Gegnerpanzer komplett abfarmen könnt. Ihr seht das jetzt hier gerade. Auch das ist zweite Reihe. Warum? Weil der eigentliche Angriffspanzer
Das Objekt 7032 ist zwar 8er, aber die Doppelstelle tut halt auch schon weh. Abgelenkt war durch die Aktion unserer anderen Angriffspanzer. Objekt 430U, T10, Tornwagen, VZ55, was da alles vorgefahren ist. Also auch da, auch diese Manöver sind zweite Reihe, ja. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ihr dieses Prinzip versteht, weil häufig machen sich die Leute das einfach zu leicht und sagen, ja, ich habe irgendwo in einem Video gesehen oder in irgendeinem Tutorial, ich soll den Panzer in der zweiten Reihe spielen und stehe dann hinten irgendwo am Kartenrand. Das ist meistens Ressourcen verschwendet. Gerade wenn ihr dann auch noch in so einem Szenario jetzt hier als vermeintlich Top-Tier, ja, Tier 10 Autoloader, ihr habt trotzdem im 50B nicht die Panzerung, selbst Achter durchschlagen euch ohne Probleme. Das heißt, ihr müsst irgendwie eine Balance finden zwischen proaktiv mitspielen und auf der anderen Seite aber so passiv spielen, dass ihr nicht gleich eure ganzen HP wegschmeißt, weil eure Kanone im 50B, gerade in so einem Matchmaking, ist natürlich unglaublich wichtig und kann dann am Ende den Unterschied machen. Unser Team hat das hier aber ganz gut unter Kontrolle. Der Jagd, der hat gerade geschossen, das heißt, ich brauche den jetzt nicht erstmal fokussieren, sondern ich kümmere mich da hinten lieber um den Leopard. Der ist nämlich ein größeres Ärgernis. Dem konnten wir immerhin zwei Schüsse reindrücken und jetzt müssen wir aufpassen, dass der Caliban uns hier nicht trifft. Also auch sowas, ne? Wenn ihr denn aggressiver spielt und eure zweite Reihe quasi ein bisschen offensiver definiert, dann müsst ihr aber auch natürlich die dementsprechende Übersicht mitbringen und schauen, in solchen Szenarien, dass ihr in der Flanke den Caliban habt. Das darf euch nicht entgehen. Ihr müsst dann in Windeseile Zielansprachen für euch selber halten. Ja, was ist gefährlicher? Der Jagdtier, der gerade geschossen hat und erstmal 20 Sekunden nachlädt, oder der Leopard, der da oben ein Ärgernis darstellt, viel häufiger feuern kann und im Zweifel vielleicht sogar auch noch unspottet, wenn er die Buschmechaniken richtig nutzen würde, feuern kann. Ja, also auch in diesen Situationen müsst ihr dann immer für euch selber entscheiden, was ist jetzt für mich das gefährlichere Ziel, wen gehe ich zuerst an. Gerade mit Autolodern ist das so eine Sache, wem gebe ich jetzt meinen Clip, wer kann für mich im späteren Verlauf die größere Gefahr darstellen. Dann auch nicht übermütig werden, wenn ihr feststellt, oh, die Gegner haben euch jetzt auf dem Schirm. Dann müsst ihr manchmal auch wieder zurückziehen, war übrigens gerade sauschlecht von mir geschossen auf den Caliban. Und jetzt muss ich mich hier erstmal wieder rausziehen, weil der IS-7 hat Bock. Einen Schuss kann ich mir fangen, hat jetzt leider meine Kanone zerstört. Kranbahn ist auch gerade im Reload. Und jetzt muss ich gucken, dass hier meine Verbündeten nachkommen. Der Kranbahn lädt deutlich schneller nach als ich. Also das ist jetzt hier schon sehr, sehr offensiv. Aber da sind wir jetzt auch wieder bei diesem situativen Play. Wir wollen jetzt ja das Maximum aus der Runde rausholen, weil auch hier ganz offensichtlich die Runde schon wieder gewonnen ist. Und dann muss man direkt nahtlos übergehen in die Abschmatzphase und darf dann auch gerne seine HP riskieren. Selbst wenn das unterm Strich dann bedeutet, dass ihr so einen Schuss kassiert. Und dann vielleicht auch, weil ihr ein bisschen zu gierig werdet, eure HP verliert, euren Panzer nochmal wegschmeißt. Da höre ich dann immer wieder von Stream-Zuschauern, ja, das war jetzt ein bisschen zu gierig. Mag sein, aber besser ein bisschen zu gierig in der Abschmatzphase als viel zu passiv und irgendwo hinten rumstehen und nichts mehr abkriegen, ja. Gerade wenn ihr erkennt, dass die Runde gewonnen ist, dann solltet ihr mit euren Unterstützungspanzern nochmal All-In gehen und versuchen für euch das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ja, und ich kann jetzt schon wieder in meine Glaskugel gucken und weiß, dass der ein oder andere schon wieder wild dabei war im Tastenanschlag. Ja, das stimmt ja alles, aber du zeigst ja auch nur Top-Tier-Situationen. Nein, ich habe auch für euch hier eine Low-Tier-Situation dabei, weil ich natürlich genau weiß, meine sozusagen Kundschaft kenne. Wir sind in der Lorraine 40 Tonnen unterwegs, wieder in einem 10er-Battle. Das gleiche, was ihr im Intro gesehen habt, nur diesmal machen wir das Ganze ein bisschen schlauer. Auch hier müsst ihr natürlich immer situativ angepasst fahren. Ja? Ihr müsst gucken, was hat das Gegnerteam, was hat das eigene Team. Wir sehen im Gegnerteam einen ELC Eve 90. Dazu habe ich euch ja gestern bereits ein Video mitgebracht. Der kann wirklich, wirklich, wenn er gut gespielt ist, sehr, sehr ärgerlich werden. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein. Unser Scout, ja, er wird gleich noch seinen heldenhaften Auftritt haben, keine Panik. Unser Scout ist leider gerade AFK. Hat wahrscheinlich wichtigere Dinge zu tun. Jetzt ist er ins Spiel gekommen, muss aber sich erstmal nochmal finden, Munition im Panzer sortieren. Also
da ist noch ein bisschen was zu tun. Gerade wenn man zu spät kommt, dann bestraft einen häufig die World of Tanks Runde. So, der Leopard wurde schon gespottet. Das kann bedeuten, dass hier genau dieser kleine Scheißer in seinem ELC durch die Gegend fährt. Und wenn ihr hier aufgeht, besser lieber erstmal ein paar Meter zurückfahren. Ich bin jetzt zwar nicht gespottet worden, aber wenn der Leopard da schon gespottet wird, dann sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Das Gute ist, in vielen solcher ELCs sitzen ganz gerne auch Kamikaze-Piloten, die diesen Panzer mit dem Goliath der Deutschen vergleichen. So ein Selbstmord, beziehungsweise so ein ferngesteuerter Bombenpanzer. Der ELC Eve 90 ist jetzt raus. Das ist für uns schon mal ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, weil wir quasi jetzt hier so ein bisschen mehr Freeplay haben. Klar, Burask ist auch noch ärgerlich, aber letztendlich haben wir jetzt hier mehr Möglichkeiten, das Gefecht selber zu gestalten. Es sei denn, die Arti scheißt uns natürlich weiter aufs Dach. So, jetzt ist auch der T-92 ins Spiel connected, hat, glaube ich, nochmal die Ketten poliert, hat die Munition nochmal nachgefüllt. Die Crew hat nochmal ein paar Kniebeugen gemacht, ist jetzt, glaube ich, auch auf Betriebstemperatur und jetzt kann es abgehen. Oh, es sei denn, ich stehe ihm im Weg hier. Unsere TDs zeigen ihm auch schon, dass sie nicht ganz zufrieden sind mit seiner Einsatzbereitschaft, aber mangelndes Timing macht man halt wett durch noch größere Entschlossenheit und der T-92 ist auf bestem Wege, jetzt die gleiche Manövertaktik zu fahren wie der gute alte ELC eben. Ja, aber immerhin gehen hier nochmal ein paar Ziele auf und das ist halt auch eine ganz wichtige Nummer. Das ist jetzt hier quasi mit der Lorraine eher die dritte Reihe, die wir spielen. Das heißt, auf Ziele feuern, ohne dabei aufzugehen, weil zu viele Gegner die nötige Schadens- und Genauigkeitsklasse haben. Ich denke da so an Leopard 1, Grille 15, da kann man ganz schnell mal seinen Panzer verlieren. Das heißt, in so einem Matchmaking als Low-Tier-Unterstützungspanzer wie die Lorraine erstmal ein bisschen Piano machen und erstmal gucken, was sich so ergibt. Aus der zweiten Reihe dann in die dritte Reihe wechseln, sich aber durchaus so positionieren, dass ihr feuern könnt auf die Ziele, die sich ergeben. Ja, und ich rate natürlich dringend ab, den Light so zu spielen wie der T-92. Erstmal 2 Minuten nicht an der Runde teilnehmen und dann die 30 Sekunden noch versuchen, wieder einzuholen. So, und auch hier wieder nächster Kill und nicht aufgegangen. So muss es sein. So sollte es laufen. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen auf die Minimap achten. Ne? Kunst ist da gerade geplatzt und ihr steht jetzt plötzlich ganz vorne. Ihr wart eigentlich noch in der dritten Reihe, ja, habt geschossen, ohne aufzugehen. Und wenn ihr dann merkt, oh, euer Team hat sich aber so langsam verabschiedet, dann dürft ihr auch gerne bei zwei anrückenden Leopard 1 Panzern so ein bisschen einen feuchten Schlüpper bekommen, euch so ein bisschen in die Büchs machen. Das schadet nie. Ne? Angst schärft ja auch die Sinne. Und dann erstmal ausweichen. Ja, wieder Distanz zwischen euch und den Gegner bringen. Wenn ihr feststellt, okay, euer Team, eure 10er Mediums, Leopard, Leopard 1 und TVP haben keine Lust, vorne mitzuspielen. Wenn der Top-Tier-Medium noch schneller die Flanke verlässt als ihr selber, dann denke ich, ist es eine gute Möglichkeit abzuhauen. Also, dann lieber mitfahren. Das ist auch diese falsch verstandene Ehre, die dann einige in World of Tanks immer haben, wo sie sagen, ja, aber irgendjemand muss ja die Flanke halten, dann mache ich das eben. Nee, besser nicht, weil gegen zwei Leopard 1, wenn die dann auch noch clever sind und HE gegen euch laden, dann seid ihr ruckzuck down. Dann lieber seinen eigenen Platz in der Nahrungskette kennen und erstmal ausweichen, den Gegner kommen lassen, wenn eure 10er Mediums dann quasi selber den Schritt machen und wegfahren, dann das gleiche tun und somit konnten wir jetzt hier helfen, den Schafotur rauszunehmen und es steht 7-4. Die Leoparden machen derzeit nichts übers Feld, soll uns erstmal recht sein, das heißt, wir können jetzt hier unsere Heavys im Angriff unterstützen. Auch hier, ne, ihr merkt schon, überall ist so dieses Wort unterstützen drin. Ihr seid halt nicht diejenigen, die quasi ganz vorne das Gefecht antreiben. Das machen so Panzer wie der 60 TP. Der Sumoa, muss man sagen, das sieht zumindest aus der Entfernung auch so aus, als wenn er das gut spielt. Er hält sich da irgendwo immer im Bereich der Heavys auf, hat auch schon einen Kill gemacht.
Auch das ist ja ein unterstützungsheavy Autoloader, der dann irgendwo immer so auf Hufreichweite beim 60 dp und AE Phase 1 mitschwimmt. Und wenn die sich vorne die Schellen abklatschen, dann kann er rauskommen und sein Magazin machen. Es sei denn, er fährt jetzt in die Grille rein. Das war jetzt natürlich so ein bisschen Vorführeffekt. Ist er leider schon geplatzt. So, und auch hier haben wir jetzt wieder eine Position gefunden, wo wir die Heavys vorfahren lassen können und wo wir dann deren DPM erweitern oder verlängern oder wie auch immer man das sagen möchte. Wir haben halt jetzt hier die Chance, nochmal vielleicht ein bisschen Schaden rauszuholen. Auch hier sind wir jetzt natürlich wieder in der Abschmatzphase. Nicht zu verwechseln mit das letzte Gefecht, wenn ihr am Verlieren seid. Auch da habe ich natürlich für die, die jetzt sagen, ja, das sind doch hier alles Siege und das sind doch alles Runden, die wir gewinnen. Aber was ist denn, wenn man verliert? Auch da habe ich natürlich gleich noch ein Beispiel für euch dabei. Also, Alter, locker durch die Hose atmen. So, da ist jetzt noch ein Stritzwahn aufgegangen. Zack. Nächster Kill für uns. Und da hinten steht eine Grille. Auch die schießt lieber auf wen anders. Umso besser für uns. Und wir gehen nochmal in den Reload. Und jetzt haben wir im Prinzip noch die HP zur Verfügung, um eventuell, wenn denn das nötig wird, uns hier noch einen Schuss zu fangen, um vielleicht nochmal einen Kill zu traden. Manchmal muss es auch gar nicht sein. So, TVP kommt jetzt auch schon von der anderen Seite. Auch das wieder so ein bisschen abwarten, bis die eigenen Verbündeten auch dran sind. Doof ist halt immer, wenn ihr dann als Erster reinkracht und euer Team noch gar nicht so weit aufgeschlossen hat, dann ist es nämlich irgendwie immer ein bisschen blöd, weil ihr platzt dann, ohne dass jemand die Spots verwerten kann. So sind wir jetzt hier beim vierten Kill. Ist jetzt keine mega krasse Runde gewesen, aber ich denke für ein 10er-Gefecht hier 4 Kills, 3700 Schaden. Wenn man das regelmäßig macht, dann ist das schon mal eine runde Sache. Und ich glaube, man konnte hier nochmal so ganz gut nachvollziehen, auch so diese Unterschiede, ne, dann als wirklich Low-Tier in der Runde eher mal in die dritte Reihe wechseln, versuchen, so viel wie möglich unspotted zu feuern und dann im Zweifel die Flanke auch mal zu verlassen. Wenn man dann feststellt, mein Team hat hier nicht vor, weiter zu kämpfen, dann irgendwie den Shift hinbekommen, auf eine andere Flanke verlegen und da wieder unterstützen. Ihr werdet natürlich nicht alle Runden gewinnen können. Keine Frage, ich kenne das selber. Meistens ist es sogar so, dass man um die Siege am Abend heftigst kämpfen muss. Die Niederlagen gibt es geschenkt. Und dann gibt es natürlich auch viele Situationen, wo man selber mal unkonzentriert ist. Ich kenne das selber nur zu Genüge. Wenn ich dann im Chat Fragen beantworte oder eine Unterhaltung mit dem Chat führe, dann kommt es doch häufiger mal vor, dass ich jetzt nicht hundertprozentig konzentriert bin, manchmal nicht mal 50%. Und dann gibt es natürlich auch einfach Situationen, wo man versucht, in eine halbwegs aggressive Position reinzufahren. Wenn man diese Position bekommt, dann kann man da schön farmen. Wenn man sie nicht bekommt, kann das manchmal ganz schön wehtun. So ein Beispiel habe ich euch jetzt hier mitgebracht. Also so eine Kombination aus nicht so ganz aufmerksam und ich wollte eigentlich in diesen Busch hier links reinfahren, weil da kann man immer schön in die Mitte farmen, unspotted. Ich bin aber schon aufgegangen, weil der EBR mich hier beschossen hat. So weit, so gut. Ich habe jetzt einen Schuss gekriegt. Mein Plan wurde vereitelt und jetzt wäre es eigentlich richtig gewesen, es natürlich nicht nochmal zu probieren, aber man ist dann manchmal in so einer Situation, wo man sich die Frage stellt, was habe ich da eigentlich gerade getan? Ja, ich denke, jeder von euch weiß das. Ja, dann ruft vielleicht mal die Frau von hinten rein oder man guckt einen Moment nicht hin. Wie auch immer, ihr werdet jetzt gleich sehen, wovon ich rede. Ja, Dreistigkeit siegt halt nicht immer. So. Und jetzt haben wir einfach mal ganz kurz bis auf 76 AP alles weggestellt. Die Runde ist für uns also quasi gelaufen. Natürlich nicht, weil das Gute an so einem Unterstützungspanzer, selbst wenn ihr am Anfang der Runde all eure AP wegschmeißt, na gut, das limitiert natürlich klar eure Möglichkeiten, die ihr dann noch habt. Aber es bedeutet halt nicht, dass ihr nicht trotzdem noch eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Ihr habt immer noch euren Autoloader, ihr habt immer noch im Falle der Badshed 5 Schuss A390 Schaden. Das tut auch weh, selbst wenn ihr nur noch 76 HP habt, wie jetzt hier in dem Fall. Nur, man muss dann halt quasi aus der zweiten Reihe
wieder wechseln in die dritte Reihe, weil man darf eigentlich nicht riskieren bei zwei Artis und so vielen verhältnismäßig genauen Kanonen in der Runde, dass man dann noch dabei aufgeht, während man feuert. Das heißt, viele Leute denken dann häufig so, ja, okay, jetzt habe ich es verkackt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf die Runde, ich schmeiße dann einfach alles weg. Und genau in diesen Situationen, da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil der geneigte Competitive-Spieler sagt dann einfach, okay, ich nehme die Herausforderung an, ich kann zwar nicht mehr allzu viel machen, ich kann jetzt auch nicht mehr groß irgendwelche aggressiven Manöver fahren, das könnt ihr euch halt einfach nicht leisten, aber ich kann zumindest noch dafür sorgen, dass mein Team nicht sang- und klanglos untergeht, sondern ihr versucht halt einfach noch das Bestmögliche aus der Runde rauszuholen. Und wo immer das dann vielleicht möglich ist, kann man noch einen Comeback schaffen, und selbst wenn die Runde verloren geht, habt ihr immerhin für euch selber noch ein brauchbares Ergebnis rausgefahren. Die Leute von euch, die viel auf Gunmax grinden, die wissen das, ne? Jede Runde zählt, aber auch die Leute, die jetzt nicht unbedingt wild auf Gunmax sind, auch die haben natürlich was davon, wenn sie quasi versuchen immer, ja, das Glas als halb voll und nicht halb leer zu betrachten. Wir haben jetzt immerhin drei Schuss da hinten nochmal anbringen dürfen. Also haben zumindest schon mal 1000 HP jetzt uns zurückgeholt von den verschenkten 1700 HP. Und die Runde sieht nicht so gut aus. Es steht 2 zu 4. 4000 HP liegen wir hinten. Von diesen 4000 HP sind natürlich auch 1000 HP, noch mehr, 1700 HP, die ich mal eben so lockerflockig weggeschenkt habe. Und dann schulde ich es meinem Team natürlich irgendwie, zumindest diese HP noch zu versuchen wieder reinzuholen, um die Chancen ein bisschen wieder zu erhöhen, dass man vielleicht doch noch in dieser Runde einen Comeback erleben kann. Wir liegen trotzdem weiterhin 4000 AP hinten, zwei Kanonen. Also, und man muss natürlich dann auch sehen, einige Leute, die schmeißen sich dann auch ganz gerne so, ja, ich will nicht sagen vorsätzlich weg, aber unser 121B da vorne, ihr habt es eben vielleicht gesehen, ist da einfach, obwohl er selber auch Low AP war, er hat im Prinzip genau das vorgemacht, was man nicht machen sollte, als Low AP dann nach vorne fahren und pushen. Damit tut ihr eurem Team dann einen Bärendienst, sondern im besten Falle, wenn ihr schon Low AP seid, haltet ihr euch einfach erstmal zurück und beschränkt euch darauf, das zu machen, was wir hier machen, nämlich Schaden und Kanonen rausnehmen. So, und dadurch, dass sich jetzt hier keine Ziele mehr anbieten, die Runde kann man wahrscheinlich sagen, ist jetzt verloren. 5 zu 8 und mittlerweile ist der HP-Unterschied schon bei knapp 8000 HP. Das holt man nicht mehr so einfach rein. Wir konnten jetzt zumindest schon mal die HP, die wir selber weggeschmissen haben, rausholen. Jetzt kommt da hinten Objekt 2684, das ist natürlich mega unangenehm. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, scheiße, es ist zumindest ein turmloser TD, frontal kann ich ihn nicht bekämpfen. Das heißt, ich warte jetzt, bis er hier hochfährt. Und mein Plan war es, mich dann runterzustürzen hier, wenn er hochfährt, und jetzt mit Schwung hinter ihn zu kommen, um ihn dann komplett zu klippen. Dass ich ihn dabei blow-uppe, das war natürlich eine extreme Luxussituation, aber ich denke, wir hätten ihn auch so kassiert, weil wir einfach den Schwung mitgenommen haben und dann in einem unaufmerksamen Moment von ihm uns hinter ihn gesetzt haben. Somit sind wir jetzt schon bei 3100 Schaden. Und wir haben immer noch drei Schuss im Magazin, die wir vielleicht noch anbringen können. Wie gesagt, die Runde ist durch. So hart das klingt. Aber wir konnten jetzt hier nochmal auf den Objekt 430. Er hat schon HE geladen, aber wir durften immerhin nochmal zwei Schuss machen für 865 Schaden. Klar, wir haben die Runde jetzt nicht gewonnen, aber auch hier konnte man vielleicht noch ein bisschen was für sich selber mitnehmen. Nicht mit Vorsatz dann den Panzer ganz wegschmeißen, wenn der Anfang der Runde mal für euch extrem scheiße gelaufen ist, sondern dann lieber versuchen, sich rauszuziehen und zumindest eurem Team noch die HP zurückzuschenken, die ihr schon an das Gegnerteam selber donated habt. Wenn ihr euch da so ein bisschen dran orientiert und dann vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, das, was ihr da spielt, ist das wirklich zweite Reihe, ist das wirklich dritte Reihe oder ist das einfach nur hinten an der roten Linie abschimmeln, da so eine
Differenzierung reinbringen und ich glaube, ihr könnt eurem Spiel damit extrem weiterhelfen. Ja, und zum Schluss nochmal der Vollständigkeit halber die Postgame-Stats. TVP war erster Klasse, Großkaliber, Tanksniper-Medaille. Also wir haben nicht groß was getan, außer dass wir uns, glaube ich, ganz probat positioniert haben und konnten hier den gegnerischen Kranwarnangriff auch ganz gut aufhalten. Wenn sich jemand fragt, warum bist du nicht zum Wasser gefahren? Ich denke, diese beiden Kranwarns hier sind schon des Rätsels Lösung. Gucken wir ganz kurz auf die zweite Runde. Auch das war erster Klasse, Großkaliber, Tanksniper-Medaille, 1850 Unterstützungsschaden, 5550 Schaden, 4 Kills. Auch hier denke ich, wenn man diese Großkaliber-Medaille mitnimmt, hat man als Unterstützer schon eine ganze Menge richtig gemacht. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Teamscore. Hier Top-Damage. Im Gegnerteam muss man sagen, da war ein bisschen Fallobst am Start. Ne? 2748 Top-Damage in einem 10er-Match. Good Job an Kranwarn, IS-7 und Leopard. Gucken wir jetzt hier ganz kurz nochmal auf die dritte Runde. Auch das war erster Klasse. Die Levis-Leo-Medaille und wieder die Tank-Sniper-Medaille. Also ihr seht, ne, so ein gut gespielter Unterstützer. Da ist auch häufig dann mal die Tank-Sniper-Medaille drin. 3979 Schaden, 4 Kills und auch hier im 10er Gefecht Top Damage. Da habt ihr dann als unterstützender Damage Dealer auch, denke ich, alles richtig gemacht. Und in der letzten Runde war es immerhin auch wieder die Tanksniper-Medaille. 4017 Schaden, 2 Kills. Gucken wir mal ganz kurz drauf. Obwohl wir in der ersten Minute eigentlich schon unsere ganzen AP weggeschmissen haben, bisschen leichtsinnig, haben wir trotzdem am Ende noch den Top-Schaden rausgeholt, weil wir zumindest noch versucht haben, so viel wie möglich dann aus der Runde auch mit keinen HP mehr zur Verfügung rauszuholen. Falls euch diese Art von Videos gefällt, lasst dem Ganzen gerne bitte ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wer es immer noch nicht getan hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und euch beste Gefechte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.